relativ fix. Noch ein Beispiel für die Rechnerei. Jetzt wieder in normaler Farbe. Nehmen wir mal an, es fragt jemand 18 Kilogramm von 0,24 Tonnen. Wie viel ist das? Also, er fragt, das wäre gegeben, das ist gesucht. Er fragt, klein p ist gleich was? Naja, dann ist die Lösung des Ganzen ganz einfach. Man kann nämlich die Formel zwar anwenden, aber man kann auch sagen, warte mal, ich musste doch sowieso das alles durcheinander dividieren. Das ist jetzt die Schnellvariante, wenn man wirklich ganz schnell und sicher rechnen kann. Ansonsten macht das mit der großen Formel keinen Unterschied. Man schreibt 18 Kilogramm geteilt durch 0, nein, so darf man es nicht schreiben. Denn durch Tonnen kann ich nicht kürzen. Es darf ja nichts bei rauskommen. Wenn klein p rauskommt, dann darf keine Einheit dahinter stehen. Also muss ich das in 240 Kilogramm umwandeln, die 0,24 Tonnen. Und jetzt kann ich die Kilogramm kürzen. Jawohl. Jetzt kann ich durch 6 kürzen. Durch 6 ist 3. Durch 6 ist 40. Ich habe also, das war klein p, 3 Vierzigstel ist die Zahl für klein p. Ach, das ist natürlich nicht schön. Denn ich hätte ja gerne Hundertstel. Und das macht sich so ein bisschen verrückt. Aber warum das nicht umrechnen? Indem ich, das mache ich mal in Rot dazu, indem ich eine Zahl finde, mit der ich erweitern kann, auf das hier unten irgendwie Zehntel, Hundertstel oder Tausendstel und so weiter steht. Wie das dann funktioniert, das üben wir dann gleich. Das ist kein Problem. Aber da finden sich auch für die Prozentrechnung grundsätzlich auf und ab Seite 80 schöne Beispiele im Buch. Bist du fit, heißt es da. Aber jetzt mal kurz hier, es funktioniert wie folgt. Ich erweitere, tja, wenn ich mit 5 erweitere, komme ich auf 200. Wenn ich mit 25 erweitere, oben und unten, dann komme ich hier auf 75. Und 25 mal 4 wären 100 und eine 0 dran sind Tausendstel. Achtung, 75 Tausendstel. Das muss ich aber in Hundertstel umwandeln. Jetzt muss ich also wieder kürzen. Das mache ich wieder mit Blau. Durch 10, indem ich bloß ganz schnell ein Komma setze. Also kann ich sagen, ja, es ist doch ganz einfach. 7,5 Hundertstel, also 7,5%. Kommt bei der ganzen Geschichte raus. P darf ich nicht in Prozent angeben, ne? Dann muss ich das weglassen. Also wenn ich das nur als P angeben will, dann schreibe ich gut, 7,5 ist gleich P. Wohlwissend, es sind 7,5%. Gibt es hierzu Fragen? Wenn, dann, kleinen Moment, ich mache mal kurz Pause. Es kam folgende Frage, wieso kann ich hier so wild rumkürzen in der ganzen Geschichte? Nochmal, ich habe mal 3% genommen auf beiden Seiten. Hier steht mal 3%, durch 3% hat sich aufgehoben. Die Einsen schreibe ich nicht mit. Und hier standen ja 200 Kilogramm. Ich mache es mal rot, damit das nochmal auffällt. Und die 100 Kilogramm. Dass die Kilogramm sich wegkürzen, war nicht angezweifelt worden. Und hier, das ist ein Zufall, ich habe mal eine ganz leichte Aufgabe gewählt. Beide sind durch 100 teilbar und dann entsteht durch Kürzen durch 100, 100 durch 100 eine 1 und hier 200 durch 100 eine 2. Daher kam das. Habe ich das ausreichend gesagt? Gut, es geht weiter. Mal, wie gesagt, typische Beispiele, um im Mathebuch nochmal sich selber zu überprüfen, wäre auf Seite 80 unter der Überschrift Bist du fit? Aber wozu brauchen wir denn diese ganze Prozentrechnung? Meine Frage. Der Nutzen der Prozentrechnung ist eigentlich ganz schnell zu erkennen. Meine ganz allgemeine Frage. 8 Neuntel.